Hallo. Das ist eine Mitmach-Session, weil ihr mitmachen müsst, dürft, könnt. Genau, der Gedanke war, was soll jetzt weg? Usability. Wo soll es von der Backend-UX hergehen für die Redakteurinnen? Was habt ihr so an Feedback aus euren Projekten, wo ihr sagt, das wäre cooler, wenn das im Neos-Backend möglich wäre. Jetzt sind Sie ja bald mit Neos 9 fertig, da können Sie auch wieder ein bisschen UX machen. Ja, los geht's. Also ich finde es cool, wenn man im Dokumenten- oder Inhaltsbaum, wenn man Elemente löschen möchte, auch einfach die Entferntaste drücken kann, anstatt auf den Papierkorb zu drücken. Also es ist nur eine kleine Sache, aber. Oh, im Seitenbaum, da habe ich auch einen Wunsch. Ich hatte das eben in der Pause schon angesprochen. Wir brauchen irgendeinen Papierkorb, ob der was tut oder nicht. Es muss aber so für die Redakteure aussehen, als würden die Notes, die ich lösche, wenn ich ganz Seiten lösche, da rein wandern und ich kann sie dann wieder zurück verschieben. Ob er wirklich ein Papierkorb ist oder nicht, oder wie das nur so nennen mit einem Icon, ist Du dahingestellt. meinst diese Operation, die heute wirklich löscht und dann ist es weg? Das ist Richtig, so ein dass wir Punkt. sozusagen irgendwo noch die Möglichkeit haben, dass derjenige nochmal sieht, was habe ich gerade gelöscht. Und die Möglichkeit hat, sich doch nochmal umzuentscheiden. So ähnlich wie das bei hier der Fotos-App auf dem iPhone ist. 30 Tage kann ich die wieder zurückholen und nochmal gucken, Ja. ob ich mir wirklich sicher bin. Oh, interessant, ja. In dem gleichen Zuge, im IntelliJ oder hier im PHP Storm gibt es so ein, wo bin ich eigentlich gerade im Seitenbaum? Das wünsche ich mir in großen Seitenbäumen auch. Ich war auf irgendeiner Seite, ich sage, gehe auf slash Neos, dann bin ich ja wieder auf der Seite, das ist cool, aber dann, wie weit muss ich denn scrollen, um das jetzt zu finden? Das fände ich auch nice. Hinten gibt es eine Hand, eine Wortmeldung. Der Alex. Habt ihr da hinten kurz Also Anmerkung dazu, kann man auf beiden Seiten machen. Also hast du einmal links den abstrakten Baum, wo du rumscrollst und auf der rechten Seite kannst du auch auf einer ganz anderen Position sein. Und du könntest dir da halt, was weiß ich, deine Überschrift X raussuchen, die in der dritten Sektion ganz weit unten ist. Klickst dann dort auf dein Icon, wie man es halt zum Beispiel auch aus PHP Storm kennt. Und auf der rechten Seite in der Anzeige springst du hin, als auch. Ja, du meinst jetzt unten im Content auf der So habe ich es verstanden. Ja, aber ich Machen glaube, wir das das nicht sonst? müsste eigentlich der Default sein, oder? Wenn ich im Content Tree klicke, scrollt die Seite dorthin, wo das Element Okay. ist. Das sollte normalerweise so Wenn nicht, sollten wir da sein. was tun. Gut. Bei den anderen Sachen sollten wir. Reagiert es auch andersrum? Wenn ich im Content irgendwo hingescrollt habe, dann das Element anklicke, scrollt dann auch der Content? So rum Das wäre cool, ja. wär auch interessant. Okay. Ja, danke. Sonst ist irgendwie nur der Eindruck, die Redakteure kapieren das mit den Verweisen nicht, dass sie sozusagen Sachen referenzieren kann, nutzen das sehr selten. Das heißt, es werden immer wieder die gleichen Notetypes mit den gleichen Texten von den Redakteuren kopiert, obwohl man das sehr intensiv erklärt, dass wir sozusagen die Möglichkeit haben zu referenzieren, ganze Elemente, wo sich die Frage stellt, können wir nicht erkennen, dass genau dieser Notetype mit genau dem Text schon an einer anderen Seite ist und dem Redakteur vorschlagen, wenn er diesen Mist dahin kopiert, dass er doch besser eine Verknüpfung oder eine Referenzierung nutzen sollte, damit ich nicht auf, also wir haben Kunden, da sind 100 Seiten mit 100 Mal demselben Karriereelement und dann kommt die Marketingfrau oder der Marketingmann und sagt, den Text hätte ich gern geändert auf allen Seiten. Ja, die haben dann sozusagen den Notetype jedes Mal kopiert, statt zu referenzieren, weil sie das System referenzieren nicht verstehen, das wir sozusagen haben. Das ist irgendwie, das erschließt sich vielen Redakteuren nicht, obwohl man versucht, es zu erklären. Also so eine Art Duplicate Detection oder irgend sowas Ja. in der Richtung. Ich glaube, Duplicate Detection wäre tatsächlich das Symptom zu fixen. Ich glaube, es wäre doch viel eleganter zu sagen, ich glaube, bei Kopieren hatten wir es schon. Wir brauchen einfach einen dritten Button nach dem Motto, ich will nicht das Ding faktisch kopieren, sondern ich will eine Referenz dazu kopieren. Dann müssten natürlich nicht nur, dass es Referenzen sind, sondern dass es auch Content-Referenzen sind. Das müsste dann natürlich ein First-Level-Konzept sein von Neos oder so. Aber das wäre ja sinnvoll, ne? Dann würde man daran nicht reinrennen, wenn man sagt, ich will das als Referenz kopieren und nicht als echte Kopie. Mhm.
Ich muss Ihnen ja trotzdem erklären. Ich sehe das hier ein bisschen als Brainstorming, ne? Wenn ihr so gerade so Verbesserungsideen habt, die werden dann noch weiter geschliffen, bevor wir 20 neue Buttons in die UI einbauen. Bei uns gab es mal die Diskussion darüber, ob es Sinn machen würde, direkt auf dem Live-Workspace arbeiten zu können. Und da würde mich vielleicht mal interessieren, ob da jemand eine Meinung zu hat. Das heißt, dass man den Umweg, also an Anführungsstrichen Umweg, was ja ein Feature ist eigentlich, dass ich in meinem User-Workspace arbeite und es dann publische, was manchmal aber sich unnötig anfühlt, weil ich weiß, ich will das sowieso jetzt gleich publishen, ob es aus eurer Sicht sinnvoll wäre oder was ihr denkt für die Kunden sinnvoll wäre, dass es die Möglichkeit gäbe, direkt auf dem Live-Workspace zu arbeiten. Ja, oder das, genau. Das Auto-Publish gibt es jetzt nicht mehr in NEOS 9. Und genau, wer nutzt Auto-Publish bei NEOS 8? Nutzt jemand Auto-Publish? Machen wir die erste Frage. Show of hands hier. Auto-Publish, anyone? Flo, naja. Kennt jemand? Also ich habe auch häufiger den Fall gehört, dass ich Änderungen ungepublished ansammeln über einen längeren Zeitraum. Sebastian möchte was sagen. Oh ja, das ist ein super Punkt. Ich glaube, dieser Indikator, du loggst dich ein im Backend und du kriegst irgendeinen Hinweis, hey, du hast ja irgendwie noch 120 Änderungen rumliegen, die sind übrigens nicht auf der Live-Seite, also so eine Art von Kommunikation. Ich finde, da lassen wir noch einiges liegen sozusagen. Zum Beispiel, wir hatten auch schon mal so ein Ding, der Kunde ruft an und sagt, ich kann meinen Inhalt nicht mehr editieren. Ja, da hat er im Preview-Mode sozusagen einen Preview-Mode ausgewählt und keinen Edit-Mode mehr. Aber es war tatsächlich, ich habe es auch nicht auf den ersten Blick gesehen. Und ne, das sind so einfach irgendwie, dass man das halt visuell deutlich erkennt. Also das sind solche eigentlich kleinen Tweaks, die cool werden. Aber das sind die Dinge, an denen die Redakteurinnen scheitern mag, Henry. Das ist ja, ich habe hier einmal falsch geklickt und ich kann die Seite nicht mehr bearbeiten. Was mich tatsächlich nervt, ist, dass wenn man ein Dokument oder ein Content gelöscht hat, man diese Tatsache nicht einfach direkt publishen kann. Also bei Content kann man das Dokument publishen, das geht noch, aber wenn ich ein Dokument gelöscht habe, muss ich über das Workspace-Modul, um nur diesen Change zu publishen, oder ich muss Publish All machen. Das heißt, ich sehe ja das Dokument nicht mehr, um das zu veröffentlichen. Das wäre gut anknüpfen zu diesem Papierkorb, weil man kann vielleicht beim Papierkorb sagen, das muss dann komplett weg oder so. Wäre das nicht sowas? Oder man sieht die, ich glaube, es gibt ein PR, dass man die im Baum sehen kann, die gelöschten. Genau, im Baum sehen die gelöschten und auswählen, uns zu publishen, wäre sinnvoller im Papierkorb. Man will ja die Tatsache, dass es gelöscht ist, die ist ja noch nicht gepublished, die ist ja für alle anderen noch gar nicht passiert. Interessantes Detail, dankeschön. Hast du schon ein Mikro? Ja. Noch eine andere Sache bei Medien, das haben wir jetzt gerade bei diesen KI-Alttexten gesehen. Es gibt ja noch keine Möglichkeit, in der Medienverwaltung Alttexte zu pflegen für die Medien direkt dort als zentrale Stelle, sondern halt immer nur an der Stelle, wo ich es einbinde, wenn ich es halt entsprechend pflegbar mache als Textelement. Und das ist so ein Punkt, ich kenne ja immer den Vergleich Typo 3, dort gibt es es halt und ich kann das quasi in place dann bearbeiten, dort wo ich das Bild verwende, wenn ich jetzt einen anderen abweichenden Alttext haben will, okay, und ansonsten gibt es halt den Fallback zum Standard, der aus der Bibliothek kommt, das wäre ganz praktisch. Auch lokalisiert wahrscheinlich dann, oder? Das ist genau. Klar. Auch ein spannendes Thema. Das betrifft dieses Media-Modul im Konkreten. Danke. Das Mikro rein, damit ich das hier festhalten kann. Wir hatten ja eben von diesen Angeboten gesprochen, die wir da immer einpflegen. Und was uns da auffällt, ist, NEOS hat ja keine Preview-Funktion wie andere Systeme, weil ich ja als Redakteur selber sehe, was ich mache. Aber diesen Stand aus meinem Workspace kann ich halt nicht mit jemand anderem teilen. Das heißt, wenn der keinen Zugriff auf meinen Workspace hat, also meinen Benutzer, kann er das nicht sehen. Das heißt, man macht dann sozusagen von dem, was man da ganz toll visuell gebaut hat, einen Screenshot, sendet den per E-Mail irgendwem. Das heißt, das wäre halt eine richtig coole Funktion. Gab es da niemanden Package? Also da gibt es da eine Anmerkung, da gibt es ein Package zu, was das halbwegs macht in NEOS 8. Und es gibt, das ist auch ein Core-Feature in NEOS 9. Also da haben wir jetzt, oder Bastian, du korrigierst mich, da haben wir gesprochen. Also das wird es in NEOS 9, wird es das auf jeden Fall out of the box geben. Ja. In
Neos 9 wird es das out of the box geben. Da würde ich mal. Ich bin ja nicht der Release Manager, insofern. Das wird nicht released, bis das Feature nicht da ist. Aber okay. Also, Neos 9 ist ein guter Sprichpunkt, weil wir haben da Ideen. Aber die sind eher so Ideen, die man da mal mit 9.1, 9.2, 9.3, 10.0, was auch immer. Eine Idee wäre zum Beispiel zu sagen, dieses User-Modal, also dass man immer nur einen User-Workspace hat, das ist vielleicht so ein bisschen eher eine schlechte Analogie, weil man da immer den Base-Workspace changen muss. Und dafür muss der ja clean sein, das weiß man jetzt auch in 8.3. Viel lustiger wäre es, wenn man sagt, ja, ich will jetzt einfach mal nochmal den anderen Workspace mir anschauen und das würde im UI gehen, nach dem Motto, ich habe eine Read-Only-Ansicht. Oder ich sage, ich stash mir die Changes, gehe mal irgendwo anders hin, dass ich mehrere Stashes habe, wo ich gerade arbeite. Ich will einmal hier an dieser Kampagne arbeiten, aber das will ich dann noch nicht reinpushen. Dann habe ich hier noch, also dass man das so ein bisschen wörtlicher nimmt, dass man in Neos 9 kann man tatsächlich, also es gibt nicht diese Limitierung, dass man nur einen Use Space haben kann. Das wäre eine Limitierung auf Neos-Seite. Die wollen wir ausbauen zukünftig und dann kann man relativ flexibel dann Stashes quasi simulieren. Und genau. Read-Only-Workspaces anschauen im Backend, das wäre toll. Paket, was schon für Neos 8 existiert, guckt auf jeden Fall mal rein, vielleicht löst das euren akuten Pain und für die Richtung... Fast im 9.1. Für die Richtung Neos 9 nehmen wir auf jeden Fall mit, dass das Feature sehr wertvoll ist, wenn es weiter möglich ist. Ja, ich denke, ja, passt. Martin. Was ich finde, bei komplexeren Node-Types merkt man, dass diese kleine Liste von Properties, die wir im Inspektor haben, die hat halt so ein bisschen ihre Grenze, insbesondere wenn es komplizierter wird. Also was weiß ich, eine Geokoordinate besteht halt eigentlich aus zwei Koordinaten und wir machen halt zwei Felder und es wäre halt deutlich sinnvoller zu sagen, wir definieren jetzt hier ein Value-Object, was zwei Koordinaten enthält oder was weiß ich, es gibt ein Beispiel von Zeitgeist, das Öffnungszeiten-Element, was halt letztendlich für ein Geschäft das für die ganze Woche definieren kann. Also, dass man Editoren bauen oder konfigurieren kann, die mehr als eine Property oder Nested Properties letztendlich im Inspektor erlauben, das wäre ganz cool, weil man merkt halt schon, die flache Liste ist einfach, aber hat Grenzen. Aber kurze Frage, das macht Zeitgeist Inspektor Gadget, oder? Genau, es gibt von Zeitgeist ein Paket Inspektor Gadget. Da muss man aber letztendlich sich in JavaScript den Inspektor selber bauen. Mit einem passenden Editor zusammen mit einem passenden Value Object. Oder man benutzt ein Array, das verrät das Paket nur nicht, dass das geht. Aber das ist von der Usability nicht so, dass das für Leute von außerhalb wirklich gut zu benutzen ist. Also das haben wir schon gemerkt, dass das nicht einfach so ein Ding ist, was man benutzen kann. Und ich finde, man merkt aber aus den Erfahrungen mit dem Paket schon, dass es auch wertvoll ist, was das kann. Und wir sollten das eigentlich generell nutzbar machen. Wahrscheinlich ist halt so heavily nested Forms wäre auch nicht so geil, aber ich glaube, ein bisschen mehr könnte schon gehen. In dieselbe Richtung. Du willst was? Hast du auch eine Reaktion? Nee, ich würde noch ein neues. In dieselbe Richtung. Da hatte jemand anders ein Repeatable Fields Package sozusagen gemacht. Ich habe das nämlich öfter schon gesehen, dass wenn man eine Liste von Strings haben möchte, dass dann man in Fusion einen Split macht mit einem Komma und das musst du aber als Redakteur wissen, dass du dann in diesem Feld Komma separiert Dinge oder CSV, was auch immer, wer soll das denn schon wissen? Und dafür gibt es das einfacher, dass du Repeatable Fields brauchst, dann brauchst du da nicht noch dein Inspector Gadget zu konfigurieren. Vielleicht wäre das ein guter Kompromiss und Inspector Gadget macht ja immer noch ein Modal auf, was das ein bisschen komplexer macht, als wenn du es einfach direkt da im Inspector siehst. John möchte Repeatable Fields haben im Core. Anderes häufiges Beispiel, wo wir auch komische Patterns benutzen, ist halt, dass wir Bilder und ihre Titel und Alttexte in getrennte Felder packen. Und dann haben wir das Titelfeld eines Bildes plötzlich in einem Node, wo wir eigentlich gerne eine kombinierte Property hätten, die halt die Bildreferenz und den dazugehörigen Alttext abbildet. Wir sind schon wieder so technisch geworden, ne? Wir haben eine von John. Aus dem Off? John! Ja, kann man schon mal Ja.
Super. Genau, zu diesem Inspector-Gadget und so, an dem lege ich auch sehr häufig fest. Ich habe, es gibt ja diesen Repeat-Kill-Editor. Ich habe die letzten komplett umgebaut, dass da auch noch ein bisschen ausschaut. Und ich habe da mit Mark Henry auch schon drüber geredet, generell einfach die Idee zu haben, dass dieser Type Array nicht nur einfach ein Array sein kann, sondern affiziert ist, ein Array von Bildern oder ein Array von XY, die References oder ein Array von irgendwas, sondern dass das quasi frei ist, dass ich sagen kann, ja, ich habe ein Array, wo ich sagen kann, ja, ich habe hier, ist ein Integer, hier ist eine Zahl, hier ist, ist ein String, da ist ein Image-Object. Gewisse Sachen gehen auch schon quasi, dass man das macht. Ich habe zum Beispiel beim Pretty Embed YouTube so ein Metadata-Property, wo ich die Sachen zwischenspeichere. Aber ich kann zum Beispiel in dem kann ich kein Bild reinspeichern im normalen Array, weil es dann mit dem Mapping dann nicht mehr funktioniert. Und wenn das aber gehen würde, könnte man dann zum Beispiel auch so einen Editor nehmen wie Repeatable, wo eigentlich im Kern extrem cool ist, wo ich einfach wiederholbare Felder anlegen kann, wo ich dann sagen kann, ja, man muss dann nur noch diese UI drauf poppen und dann würde das gehen. Kurze, die ganze Magic. Kurze Frage für Repeat. Können wir sicher sparen. Bei Repeatable meinst du ja diesen Mireo 91 Repeatable ja. Fields, oder? Ja. Ja, okay. Genau. Da ist die Merge-Zeit ist manchmal ein bisschen sehr lang bei dem, deswegen release ich das dann immer bei mir privat auch noch, dass ich dann die Änderungen schon mal drin habe. Aber also grundsätzlich von der Idee ist es eigentlich schon ein häufiger Use Case, wo man genau sowas braucht. Ich will zum Beispiel eine Textbox haben, unten dran beliebig viele Buttons oder auch maximal 4. Ich will jetzt aber nicht 4-mal sagen, was ist der Link, was ist öffnet es im neuen Fenster, was ist die Farbe von dem Link und wie sieht er aus und überhaupt und was ist die Beschriftung. Das macht es extrem clunky. Wenn man dann sagen muss, oh, jetzt muss ich die Button umsortieren, muss man alles quasi copy and pasten, auch nicht wirklich cool. Und das ist genau so ein Editor, wo ich einfach hoch und runter schieben kann. Einfach wenn ich zum Beispiel im Footer für, was sind deine sozialen Netzwerke, bei mir ist halt GitHub vorne und beim anderen ist halt, nennt man das schon wieder, Facebook vorne oder was auch immer. Ja. Und das ist eigentlich schon cool. Also das, und vor allem die Editoren mögen das eigentlich auch, weil sie sagen, ja, ich muss jetzt das vorne haben, ich muss jetzt den Button nach vorne schieben. Deswegen habe ich sehr viel mit, arbeite ich eigentlich sehr gerne und sehr viel mit dem Repeatable. Nur ist es halt quasi was von außen drauf gestecktes. Und wenn das nativ gehen würde, quasi schon nur mal den Datentyp zu haben, ich kann alles reinstopfen, würde schon ermöglichen, quasi, dass man ein ganz anderes Level von Editoren baut, wie eben einfacher Typ kann eh schon reinstopfen, da muss man einen eigenen Editor bauen, also wie kann eh schon in einen Editor ein String und ein Integer und mischen, aber ich kann es nicht noch ein Bild einbinden, das wird dann schwieriger. Ja, super, danke dir. Ich hätte noch was. Ah, John hat noch was, ja? Ja, wenn du genau. Was weiteres ist, wo mir aufgefallen ist, ich habe hier jeden Link geschickt, es gibt halt manchmal so Issues. Das ist ein kleiner Bug, aber es hat einen Kunden von mir aufgefallen. Und zwar, dass wenn man Client Evil verwendet und sagt, bitte blende mir diesen Editor aus, wenn das und das gegeben ist, dass die Properties, also der Client Evil manchmal unfertige Client Evils erhält und dann schreibe ich einen Text. Und wenn man jetzt mehr als ein Client Evil hat auf der rechten Seite im Inspektor oder größere Editoren, dann schalten die sich andauernd ein und aus. Und das ist vom der hat dann so gesagt, ist das kaputt, das flackert enorm und irgendwie so. Und ich glaube, es ist ja nicht kaputt, aber halt so die Frage, ist das kaputt, wo aufgekommen ist, ist halt nicht so cool. Und ich glaube, auf so kleine Details ist nice, wenn man auf das schauen kann. Genau. Ich habe noch ein paar andere Sachen, das lasse ich gerne mal wieder. Super, danke dir. Sebastian, du hattest dich für uns gemeldet, weißt du es noch? Ja, und zwar, ich hatte jetzt zwei Sachen, oder ein was würde mich interessieren, und zwar, wie steht er zu dem Apply-Button im Inspektor? Also, weil ich habe überlegt, also man könnte den theoretisch auch weglassen natürlich zum Beispiel und sagen, kann es rückgängig machen, oder halt nicht, weil die Kunden das irgendwie praktisch finden. Und das ist für mich so ein Punkt, da bin ich unsicher, da würde mich einfach mal so ein Stimmungsbild interessieren. Also,
User-Meinung. Ja, genau. Also unsere Kunden finden es tatsächlich, ich sag mal nicht nervig, aber die übersehen es manchmal, weil der Button halt ganz rechts unten ist. Und ja, der leuchtet groß grün. Eigentlich sieht man den, also würde man denken jetzt als Entwickler. Aber die Kunden pflegen halt, was ich oben im Property Inspector ein Bild oder sowas und wundern sich dann, was, ich habe das gepflegt und ich sehe es jetzt nie und reloaden dann und dann ist es natürlich wieder weg. Und ja, also die Mehrheit unserer Kunden würde sagen, mach es weg. Also vielleicht kann man das auch mit so einem Feature-Flag, sagen wir mal, manche Sachen kann man ja auch als Settings machen, entweder ein User-Setting oder ein Feature-Flag für die Installation. Sowas ist sinnvoll, weil vielleicht gibt es auch Leute, die das cool finden, aber... Die Mehrheit unserer Kunden würde sagen, lieber weglassen. Ja. Okay, danke. Da würde ich als User auch sagen, da bricht das Neos UX... Weil sonst ist es immer speichern by doing und da ist es, warum kommt hier ein Dialog, der sagt, hä, ich habe es ja gerade gemacht, ich will das haben. Bin ich bei dir. Ich hab dazu auch eine ganz starke Meinung. Ich kann ihn wirklich überhaupt nicht leiden. Ganz besonders nicht, wenn ich nur eine Property setzen will und dann ist eine Validierung drin und ich muss noch 5 Sachen ausfüllen, über die ich mir gerade gar keine Gedanken mache, um nicht das, was ich schon ausgeführt habe, zu löschen. Aber dann mal eine kurze Frage, bedeutet das dann, dass wir potenziell für jede Property Change ein neues Event generieren wollen? Lass uns mal das Technische ausklammern. Erstmal, ich würde jetzt wirklich ein bisschen sammeln wollen. Das ist mir als User egal. Genau. Und ich hätte noch eine Frage in die Runde, und zwar bei vielen IDEs oder hier so Word und so, das ist keine IDE, das ist Quatsch, also bei vielen Editoren, das wollte ich sagen, ist es ja so, dass sie so ein bisschen rudimentären Markdown-Support haben, ne? Also dass du zum Beispiel Bullet-Listen schreiben kannst mit so einem Strich und dann schreibst du was oder hier also Raute und dann Text und dann wird es eine Überschrift automatisch, also auch so Confluence zum Beispiel macht das so ähnlich. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, also was mich tendenziell nervt, wenn ich mit Neos arbeiten muss, aber ich bin natürlich auch jemand, der in Markdown denkt und schreibt und weiß nicht, wie relevant das eigentlich ist. Also würde mich auch interessieren, so. Ja. Warte, ist das jetzt ein neues Thema oder ich wollte dazu noch was sagen? Wir wollen sammeln, keine Ahnung. Sorry, mein Kopf war nicht so schnell. Markenio, du sagst gerade, du hattest noch einen Gedanken zu dem Apply-Button. Exactly. Halt den mal fest, den Gedanken, weil jetzt okay. Haben wir das neue Thema schon. Die Frage mit dem Markdown-Support im wo? Im Inspector? Im Rich-Text. Im Text. Also im wirklich Unterschreiben sozusagen. Ne? Jemand, ich stelle die Frage mal so, hat jemand anders schon mal den Need gehabt, zu sagen, ich will da Markdown-Unterstützung drin haben? Kommt vor, aber jetzt nie alle. Okay. Jetzt nochmal dein Gedanke zum Inspector? Genau, beim Apply-Button, man sieht schon sehr stark, dass die Neos UI, ich verteidige ihn mal, dass sie ihn momentan noch braucht, weil du sonst siehst du nicht so wirklich, was du da gerade machst. Also es wird ja sehr schnell orange markiert, was deine Änderungen sind, im Gegensatz zu live oder was dein User-Workspace hier hat. Und ich würde sagen, wenn wir den Apply-Button weglassen, müssen wir konsequenterweise leider doch mal wirklich diesen doofen Undo-Button dann bauen, weil eins von beiden muss es geben. Also deswegen, das ist eine klare Anforderung dafür, den können wir nicht einfach wegschmeißen, weil sonst weiß man nicht, was ist denn, hat sich jetzt nochmal geändert, warte, ich habe mich aus Versehen darauf gefettfingert, weißt du, und dann weiß, also das ist, kann natürlich beim Inline-Editor auch passieren, aber das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich schon fies, wenn du nicht weißt, was du jetzt gerade committed hast. Aber es ist ja nur konsequent, weil beim Text, wenn ich den verändere, habe ich das gleiche Problem, dann muss ich im Zweifelsfall ins Workspace-Modul gucken, vorher, nachher. Stimmt. Aber nur so als Gedanke. Ja. Die UX müsste ordentlich durchdacht sein. Ja. Und Feature Flag, da bin ich prinzipiell so ein bisschen gegen, weil das macht es irgendwie super schwer zu maintain, alles. Same Defaults. Okay. Eine seltene Wortmeldung aus der letzten Reihe. Danke Tobi. Apply-Button, der Date Selector hat auch einen. Den man nicht sieht. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen weg ist. Ich hasse das. Vergisst du jedes Mal? Denkst du, was ist denn du, worum geht's denn? Und dann ist da nochmal ein Stück runterscrollen und da siehst du so ein grünes Apply und du hast das Datum ausgewählt und warum muss ich das nochmal bestätigen? So, der könnte eigentlich auch weg. Oder meinen, der ist schon weg? Ist er schon weg? Ja, aus dem Date Selector ist ein 8.3 rausgeflogen. Es hat sich doch keiner beschwert, weil es hat keiner gemerkt, und keiner vermisst. Wir müssen endlich mal auf 8.3 updaten. Ja, wir haben noch so alte Neos-Projekte. Aber ich greife den Punkt mal auf. Als Redakteur fände ich es total cool, wenn meine Agentur ein Neos-Update gemacht hat und ich so ein Fenster kriege,
was jetzt alles geht mit dem neuen Update. Aber für mich als Redakteur, weil für euch als Entwickler gibt es die Release Notes. Ich wage mal die Behauptung, die lesen 0,000% aller RedakteurInnen. Das heißt, die kriegen ein Update von wer weiß wie vielen Versionen und manche Dinge sind weg oder neu oder find's halt raus. Das würde ich tendenziell in die 9er Richtung. Oh oh. Hier hinten war auch noch eine Wortmeldung. Martin noch zuerst. Ja, der Micha hat sich. Also, das ist sicherlich super sinnvoll. Weiß nicht, ob das sinnvoll als Core-Feature ist, aber so ein Nachrichtensystem, so eine Nachricht, die jeder Redakteur mal sieht, wäre total sinnvoll, aber da kann man ja eben auch Company-Geschichten so. Wir haben jetzt einen neuen Node-Type. Das auch muss nicht zwingend ein NEOS-Update sein, sondern das ist jetzt, das hat sich geändert. Jeder Redakteur sollte es mal sehen. Das wäre, glaube ich, ganz cool, aber das kann auch relativ gut ein Third-Party-Package sein. Und da würde sich das anbieten, dann auch solche Nachrichten. Also wir könnten natürlich in den Release-Notes so, was ist für Redakteure neu noch als separate Section reinmachen. Aber dann die beiden Sachen zusammen ergeben fast dasselbe, oder? Ja, ich sehe es auch nicht direkt im Core. Beziehungsweise ich denke, es ist eher die Aufgabe der Agentur, den Kunden und die Redakteure zu briefen. Gerade weil man ja nicht ein großes Update macht von 0 auf X. Also es sind ja möglicherweise mehrere Patch-Releases. Gehen einige Feature den Kunden was an und andere nicht. Also ich kenne das von mir, dass ich mir das immer raussuche und sage, das und das und das und das und daran habe ich gearbeitet und das hast du gesponsert und so weiter. Also das ist definitiv ein Feature, finde ich. Aber man muss es dann als Agentur pflegen, den Text oder so. Oder Update. Nicht NEOS. Nicht meine Verantwortung. Doch. Wird kommen. Dazu vielleicht auch nochmal der Vergleich mit anderen Tools. Also wenn du so im Trello oder in anderen großen Applikationen irgendwie Neuigkeiten hast, dann hast du ja meistens so eine guided Tour, ne? Dass du halt irgendwie sagst, hey, es gibt einen neuen Button, da kommt dann so ein Overlay, ist ausgegraut und du hast so einen Mini-Text, wo nur ein Satz dasteht, hey, mit dem Button kannst du das und das machen, der ist neu. Und rechts hast du vielleicht noch so einen Button und da hast du einfach so eine zweistufige oder dreistufige guided Tour, aber wirklich jetzt nicht immer mit einer Wüste voll mit Text, sondern einfach nur einen kurzen Satz dazu. Also eine Headline, weiß ich, der Undo-Button meinetwegen, der ist neu, klickst du hier drauf, ne, so, oder der Apply-Button ist jetzt weggefallen, hey cool, dafür gibt es einen Undo-Button, so buff. Und das ist dann die guided Tour und das sehe ich schon eher im Core, weil ich sag mal, das ist sonst so ein bisschen ja, repetitiv. Ne? Also jeder der 800 Millionen Agenturen, die NEOS benutzt und promotet, Zwinker-Smiley. Die müssen das dann alle bauen und deswegen, also ich sag mal ja, so eine kurze, wie gesagt, einfach ein Satz für einen neuen Button oder sowas, also wirklich mal was die GUI verändert. Ich meine, was den Nutzer nie interessiert, jetzt in Anführungszeichen sage ich mal, wenn du jetzt groß beschreiben würdest, hey, wir haben jetzt Event Store, das braucht der Nutzer nie wissen, ne? Sondern halt nur die Sachen, die in der GUI wirklich so wichtig sind, dass man sie halt sehen muss. Und das Gleiche, vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Sebastian, mit dem, was der CK-Editor kann oder nicht kann. Ich denke, das ist auch so eine Frage. Gute Usability kommt, glaube ich, dann, wenn man erwartungskonform agiert als System zu den Erwartungen, die der Nutzer halt hat und zu den Erfahrungen, die der gesammelt hat mit anderen Tools. Und wenn ich im Word zum Beispiel einen Bindestrich mache und dann was schreibe und dann Enter drücke, dann macht er halt automatisch eine Liste draus. Ne? Und da muss ich keinen Markdown können dafür oder wissen, was Markdown ist überhaupt, sondern das ist halt was automatisch passiert und was in allen Microsoft-Tools passiert und was auch im Trello passiert oder im Jira oder im Confluence. Und da muss ich keinen Markdown dafür können, sondern das ist für mich einfach so ein halt fast schon erwartetes Feature sozusagen. Wenn ich das als Nutzer mache, dann würden die das im CK-Editor machen und sehen, ah, da geht's gar nicht. Also ja, ist jetzt die Frage, ist es vielleicht einfach eine Erweiterung vom CK-Editor an der Stelle? Wahrscheinlich ja. Und es muss sich dann das NEOS Core-Team nicht drum kümmern, klar. Aber kann man vielleicht irgendwie mit integrieren als... Genau, also ich weiß, dass es diese Erweiterung grundsätzlich gibt und ich würde es eigentlich für sinnvoll achten, die mitzuliefern, also die einfach schon immer anzuhaben eigentlich. Also ich sehe wenige Use Cases, wo man es halt nie will. Ja, aber okay, danke. Noch ein weiteres Feedback, was ihr aus euren Projekten habt. Dankeschön. Mark Henry, komm wieder. Ja, und zwar geht es halt im Grunde um so eine kleine Funktionalität, dass man vielleicht die Möglichkeit bekommen könnte, aus der Seite, auf der man sich gerade befindet, direkt in das NEOS und der entsprechenden Seite, der man halt war, reinzukommen, um die direkt zu bearbeiten, dass man die gar nicht erst auf die Startseite von NEOS muss und dann die Seite im Seitenbaum finden muss, weil je nachdem zum Beispiel beim Autohaus, das ist ja jedes Angebot, eine neue Seite. Das werden im Laufe der Zeit über Jahre sehr viele Seiten.
Und wenn dann ein Redakteur sagt, er möchte da jetzt irgendwas verändern oder so, dann muss er die halt erstmal bei Neos finden, während er sie ja schon vor sich sieht. Ja, in warte, ist das nicht auch Core-Feature eigentlich? Ist es? Ist es? Gibt es das? Es gibt den Last Visited Node, den deaktiviert man normalerweise. Also, oder jedenfalls in vielen Fällen. In 9 ist, wann ist er raus? 9. In 9, genau, aber bis 8.3 gab es das jedenfalls, wenn du es nicht deaktivierst, weil das halt letztendlich auf jeder Seite so einen Marker setzt und einen Cookie speichert. Was speichert das? Es ist ein Tunnel durchs Weltall, damit das Backend hinterher noch weiß, wo du gerade im Frontend warst. Also insofern, wenn du es in 9 willst, musst du dir eine clevere Lösung ausdenken und dann können wir darüber reden, ob man das so haben will. Die alte Lösung, die in 8.3 war, eher nicht. Aber ich verstehe den Use Case, das finde ich das Entscheidende. Also aus User-Sicht finde ich es total. Genau, das will ich haben. Ich will die Seite bearbeiten. Ich will das auch als Entwickler. Auf der gleichen Seite im Neos Backend landen. Ja, ich will das auch als Entwickler, das ist sehr wichtig. Ja. Wenn wir vielleicht einen Query-Parameter hinten ranfügen und dann geht's rein. Doch, wieso nicht? Du weißt ja, woher du kommst, das muss ja der Browser dir eigentlich sagen, oder? Du weißt doch, der Browser sagt dir doch, von welcher Seite er kommt. Also das muss man brainstormen. Da finden wir schon eine Lösung für. Ja, danke, sowas. Als User will ich das. Danke. Was sagt die Zeit? 0, -1. Also die Zeit sagt, die halbe Stunde ist um, aber wir haben jetzt auch keinen ganz strengen Zeitplan mehr eigentlich, weil also ne, ich finde eigentlich die Diskussion, die läuft gerade super, also wir können gerne noch einen das Stichwort Drag and Drop Moment drauf legen. Also was sagt ihr denn? Also wollen wir noch ein bisschen weiter brainstormen? Also ich finde es gerade ziemlich produktiv. Ich würde noch eine Viertelstunde drauflegen. Nee, ich will es haben. Wo ist denn hier das Klackern? Wer macht denn das? Der Micha macht's? Darf ich das Mikro weitergeben, Martin? Oder wolltest du erstmal was? Wie war das in Neos 9? Nehmen wir das, worauf wollte ich hinaus? Genau. In WordPress ist es so, wenn jemand eine Person was bearbeitet, dann ist die Seite gesperrt und dann kannst du die übernehmen oder halt es lassen. Also ich glaube, die machen sich das einfach mit Konflikten an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht in Neos 9, dass man zumindest, also in großen Redaktionen, das ist vielleicht eher ein Problem, kann ich mir vorstellen, dass wenn Leute gleichzeitig an etwas arbeiten, das aber gar nicht wollen, dass man vielleicht zumindest checkt, das wird schon bearbeitet. Also diese Seite, da sind gerade Leute schon dran oder da ist eine Person dran. Ich kann trotzdem weitermachen, geht anscheinend in Neos. Konflikte werden danach gelöst oder halt auch nie. Aber vielleicht wäre das ein nettes Feature. Das ist ein Brainstorming. Dann schnappst du dir hinterher den Micha und sagst dem. Vielleicht muss man den Nutzer ja nicht sperren, aber eine Information, dass jemand anders auch daran arbeitet, wenn man schon in einem Unternehmen ist, wo mehrere gleichzeitig dran arbeiten, wäre auf jeden Fall was. Dann kann man auch die Person über andere Wege ansprechen, kommunizieren. Und dann würde ich noch anmerken, bei Guided Tours steht oder. Ich würde es gar nicht oder machen, sondern man kann beides aufnehmen. Also Guided Tours ist ja praktisch, vielleicht um mir Einwände noch zu zerstreuen, man kann das ja eventuell auch irgendwie konfigurierbar machen, dass das halt einmal für das konkrete Projekt ist. Da könnt ihr dann, wenn ihr neue Notetypes oder sonst irgendwas Neues im System habt, dann eine Guided Tour einführen, um euren den Redakteuren oder wer auch immer da der Endnutzer ist, zu sagen, es gibt jetzt ein neues Element, ne? Dann muss es gar nicht sagen, Neos hat jetzt hier was Neues gemacht, so das wäre Variante 1 oder Variante 2, aber wenn Neos was Neues hat und es ist halt ein Projekt, wo jemand selbst, also wir pflegen oft unsere Projekte selber für den Kunden, gut, in dem Fall wüssten wir eventuell auch, was Neos gerade Neues gemacht hat, aber auch ein Techniker, der schadet es nicht, den mal zu informieren, wenn er sich einloggt beim ersten Mal nach einer längeren Zeit. Also Guided Tour ist noch was anderes, das ist ein bisschen invasiv. Aber sonst auch diese, das war da drüber das Feld, Pop-up war hier das Wort, also überhaupt eine Meldung, was gibt es Neues. Da muss ja auch nicht, da kann, aber muss auch nicht gleich als erstes das komplette Changelog drin sein. Da können natürlich dann auch so die besten Features so, hey, es gibt eine neue Mediathek, mit der kannst du coole Sachen machen. Dankeschön. Noch Wortmeldungen.
Mark Henry. Wenn es keine gibt, dann nehme ich die. Redezeit gesichert. Ich hatte eben vergessen zu fragen, wie denn der Schmerz ist, dass du den Base-Workspace nicht wechseln kannst, wenn du schon aktuelle Änderungen hast. Weil Bastian und ich sind so kurz davor, dafür was zu bauen. Das werden wir so oder so bauen, also egal wie die Antwort ist. Wenn du mich als User fragst, ja, habe ich die Frage nie verstanden. Du kannst den Base-Workspace ja nicht ändern, wenn du Änderungen hast. Also du oben. Er hat da noch nie Schmerzen gehabt. Was ist ein Base-Workspace? Also nee, den Workspace, auf dem du halt deinen User-Workspace pointet. Da oben sagst du ja bei Publish und dann kannst du sagen, ursprünglich live, shared, wo auch immer du halt drum bist. Okay. Sag das mal, Mensch. Nimm diesen. Ich glaube, sein Gesichtsausdruck ist die Antwort. Er hatte da noch nie Schmerzen. Das war ein Witz, oder wie? Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Unpublished Changes und ja, möchtest dann aber in einen anderen Workspace wechseln, ja, weil, keine Ahnung, Redaktion A da was dir zeigen möchte und du bist aber gerade in Redaktion B, dann geht das nicht, bis du das gepublished hast. Oder das ist da. Ich glaube, das ist so ein Pro-Feature, was in Tobi, du hattest Installationen mit vielen, naja, wo mehrere Workspaces überhaupt drin sind. In, ja, in 90% der kleineren Projekte hast du User-Workspaces und Live-Workspaces, oder? Aber Tobi, lass mich noch mal kurz anders formulieren. Du hattest offensichtlich den Schmerz noch nicht, aber ich glaube, du weißt einfach nicht, was möglich wäre. Deswegen lass mich anders formulieren. Ja. Andere Situation. Du hast Changes, die du für live publishen wolltest, merkst aber, die sind noch nicht so richtig fertig, aber eigentlich gleichzeitig müsstest du das anders machen. Jetzt hast du einen Stand, den du nirgends irgendwo sichern kannst. Sprich, da wäre eine Variante, die sinnvoll wäre, dass man die zum Beispiel nicht in Live publishen kann, aber ich kann sie irgendwo stashen, ablegen und dann kann ich, oder ich kann sie zum Beispiel statt auf Live jetzt doch auf ein Shared Workspace, wo sie nochmal gereviewt werden können. Das ist die Funktion, die damit möglich ist. Also wie gesagt, ich glaube, für komplexere Workflows ist das was Relevantes. Ne? Wenn das heute dann nicht gehen würde, weil ich sage, ich komme hier nicht mehr raus aus der Situation, das ist für einen User immer kacke. Da wir, also die Frage kommt häufig mit Review-Workspaces und Permissions und wer darf jetzt wohin. Ich meine, das scheint schon ein Thema zu sein, zumindest kriegen wir die auch immer mal in Projekten. Bitte gibt Redakteuren keine Möglichkeit, Müll zu stashen. Also Redakteure sind schon nicht gut da drin, Dinge zu löschen, nachdem sie sie deaktiviert haben. Wenn wir ihnen noch eine Möglichkeit geben, einen noch viel größeren Müllhaufen anzulegen. Das ist gut gemeint, aber ich glaube, das geht echt böse nach hinten los. Also, wir haben extra ein Paket veröffentlicht, das heißt Zeitgeist Zombie Hunt. Das dient dazu zu visualisieren, wenn Contents seit über einem Jahr ausgeblendet sind. Dann erscheinen da nämlich kleine Zombie-Icons im Page-Tree. Aber deswegen, also bitte nicht noch mehr davon. Ist das eine Dependency auf Witch Hunt? Aber gut, dass du mit der... Ich hätte noch eine wichtige Frage tatsächlich. Ich hätte nämlich noch eine wichtige Frage, die uns im Chor beschäftigt hat, wo ich schon Martins Antwort zu weiß, aber ich wollte nochmal in die Runde fragen. Es geht auch in Richtung Neos UI und was der Redakteur alles kann, und zwar, welche Use Cases sind es von euch, dass ein Redakteur eine Site dynamisch anlegen kann? Quasi Multisite und mehrere. Das ist ja Teil des ganzen User-Konzepts irgendwie. Warte, eine Umfrage. Wer hat ein System, in dem dynamisch Sites angelegt werden? Von Redakteuren, wo irgendjemand, der kein Techniker ist und kein Deployment macht, einfach eine neue Site erstellt. So Microsite, so Krams. Genau, über Site Management. Eins. Zwei, aber... Okay, erstaunlich selten. Ich hätte gedacht, das wäre häufiger. Es ändert jetzt nicht die Meinung zu unserem internen, aber ich wollte es nur mal wissen. Hätte sein können, dann hätten wir noch was Spannendes hier erfahren können, aber danke. Dankeschön. Ihr wollt jetzt abmoderieren? Dankeschön. Nein, was? Das war ein etwas größeres Ding, also ein etwas größeres Projekt, aber da habe ich mir gewünscht, funktionale Abhängigkeiten zwischen Properties im Inspector leichter zu modellieren.
Zum Beispiel füge ich ein Bild ein und das ist dann halt Bild groß, Bild im Text. Da wurde quasi das Aussehen über eine Typ-Property gesteuert, weil sonst zu viele Inhaltselemente da wären. Und die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten hingen dann davon ab, was ich für einen Typ ausgewählt habe. Ein- und Ausblenden geht, aber komplexere Sachen waren schwierig. Ist vielleicht auch nicht so häufig. Ist auch eklig, alles. Alles mit kleinen Evil ist irgendwie eklig. Das müssen wir nochmal schön machen. Brauche ich gerne deine Hilfe. Schön und besser, ohne JavaScript. Hast du noch einen ganz, ganz wichtigen? Fehlermeldung. Naja, in der Fehlermeldung nicht von Parent Node sprechen, sondern halt, das versteht ja niemand, der mit dem System arbeitet. Was ist jetzt mein Parent Node überhaupt oder Node Type oder was auch immer? Das kein Redakteur kennt diese Begriffe im Normalfall. Die denken sich welche aus oder ich weiß nicht, wird das jemals irgendwo mal erwähnt, wie irgendwas heißt? Gibt man das in der Schulung mit? Aber ja, in den Fehlermeldungen einfach nicht so technisch sein. Ja. Dass man Parent Node nicht weiß, geschenkt, aber, dass man Interdimensional Variation Graph nicht kennt, das ist geschenkt, aber Parent Node, ich bitte ja, dich. Nee, das war ein Witz. Achso, hab ich nie verstanden. Danke. Danke. Okay, okay, ist abends. Der Tag war lang. 17 Uhr. Dankeschön, vielen, vielen Dank, ganz viel Input. Der Danny hat es schon gesagt, jetzt brauchen wir Mithilfe, das alles umzusetzen. Wer also Neos UI weiterentwickeln will, Markus und Co. freuen sich da über MitstreiterInnen, die... Markus. Nein, es sind ja schon ein paar, die da immer mal reinfassen, aber Neos UI weiterzuentwickeln, Frontend, React haben wir ja heute gehört, das ist die Zukunft. Da dürft ihr gerne drüber nachdenken, ob ihr mit supportet auf den nächsten Sprints, gerne mit einsteigen, mal mitmachen, Neos UI weiterentwickeln, dann freuen sich auch die Redakteurinnen. Dankeschön für euren Input.